Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Lisa Hassenzahl. Ich bin Geschäftsführerin der Ypos Finanzplanung und zertifizierte ETF-Beraterin. Und ich darf Sie sehr herzlich zum heutigen Video begrüßen. Einmal mehr, Sie sehen es schon am Titel, geht es mir heute um das Thema nachhaltige Geldanlage. Allerdings mit dem Fokus auf den Aspekt der nachhaltigen Geldanlage mit Hilfe von ETFs. Ich hatte es bereits in meinem vergangenen Video angesprochen, das verlinke ich Ihnen auch sehr gerne nochmal unter diesem Beitrag. Da ging es um die Thematik nachhaltige Geldanlage, was bedeutet das eigentlich, welche Ausgestaltungsmöglichkeiten gibt es da, beziehungsweise welche Herausforderungen ergeben sich in Bezug auf die Umsetzung der nachhaltigen Kriterien. Stichwort war da, jeder von uns bringt natürlich eine andere Vorstellung dessen mit, was Nachhaltigkeit bedeutet, respektive natürlich gibt es Kriterien, die feststehen, die auch von vielen Produktanbietern in Bezug der Geldanlage angewandt werden, aber dennoch ist es eben so, dass es zahlreiche Ausgestaltungsmöglichkeiten gibt, die Auswahl da sehr groß ist und es natürlich gerade für private Anleger gar nicht so einfach ist, da eine passende Umsetzung für die jeweiligen Bedürfnisse zu finden. Insofern heute ein ganz bestimmter Ausschnitt, einen Themenbezug, nämlich die Thematik Umsetzung mit nachhaltigen ETFs. Ja, ETFs im Moment sowieso seit einiger Zeit ja schon in aller Munde, auch die privaten Anleger eben ganz stark fokussiert auf das Thema ETF-Anlagen. Da natürlich immer zu sagen, bei ETFs handelt es sich um passive Instrumente, die gerade bei privaten Anlegern häufig ausschließlich auf Aktienmarktindizes abgebildet sind, weil man sich doch mit den Anleihemärkten und den Anleiheindizes als privater Anleger häufig nicht so sehr auseinandersetzt. Insofern an dieser Stelle natürlich der Hinweis, es handelt sich um Aktienmarktinstrumente und damit natürlich auch nicht um risikofreie Anlagen, sondern im Gegenteil eher um risikoreichere Anlagen. Auch die nachhaltigen ETFs sind da keine Ausnahme, auch da gibt es natürlich das Aktienmarktrisiko, aber es hat eben diesen Fokus der Nachhaltigkeit in Bezug auf die Geldanlage. Das möchte ich einfach nur vorausschicken, damit es hier keine Missverständnisse gibt. Und auch vielleicht noch ein kleiner Disclaimer vorab, die nachfolgend aufgeführten Instrumente sind beispielhaft. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung oder Anlageempfehlung oder eben um eine Aufforderung zum Kauf. Es ist ein rein informativer Überblick meinerseits, weil es eben doch eine ganz interessante Entwicklung gibt im Bereich der nachhaltigen ETFs, die letzten Endes das aufgreift, was ich im letzten Video auch schon ein bisschen angesprochen habe. Insofern von mir hier ein kurzer Input zu dieser Thematik. So, deswegen kommen wir ganz klar zum Thema, worum geht es? Naja, es geht mir insbesondere darum, mal aufzugreifen, iShares, respektive BlackRock, hat am vergangenen Dienstag eine neue ETF-Reihe im Bereich der Nachhaltigkeit auf den Markt gebracht, auf den deutschen Markt gebracht. Und das ist eine ganz interessante Entwicklung, denn bis dato gab es einige nachhaltige Produktlinien dieses Anbieters, insbesondere eben die ganz klassische sogenannte SRI-Reihe, also quasi unter Berücksichtigung der ESG-Kriterien, die ich in meinem letzten Video ja auch schon angesprochen hatte. Was bedeutet das? Naja, im Prinzip wurden in diesen ETFs der zugrunde liegende Index, beispielsweise der MSCI World, bereinigt oder ja, gescreent eben nach den entsprechenden ESG-Kriterien, also Environment, Social und Governance. Und den ESG-Richtlinien folgend gab es einen Best-in-Class-Ansatz. Das heißt also, man hat sich einfach angeguckt, die besten 25% der Unternehmen in der jeweiligen Kategorie verblieben in dem, im Index und die anderen fielen raus. Das bedeutete beispielsweise für den MSCI World, dass man doch von einer Grundmenge von knapp 1600 Aktien, also 1600 Aktien in diesem Index, nur noch eine relativ kleine Anzahl übrig hatte. So, dementsprechend war natürlich doch die Abweichung zum grundlegenden Index etwas hoch und die Transparenz dessen, was da eigentlich noch drin war, auch für viele Anleger zu schwierig. Insbesondere aber auch für professionelle Anleger etwas unattraktiv, weil natürlich der sogenannte Tracking Error, also die Abweichung zwischen dem zugrunde liegenden Index MSCI World und dessen, was die ja um die ESG-Kriterien bereinigte Strategie abbildet,
doch etwas größer war, weil natürlich doch ein deutliches Universum an Aktien aus dem Topf herausgefallen war. So, dementsprechend die Reaktion von iShares, dort zu sagen, okay, was können wir machen, damit es nachvollziehbarer wird, damit es vielleicht auch für Anleger erstmal etwas einfacher wird, hier den Einstieg zu finden. So, somit eine neue Produktreihe, die ich ganz besonders interessant finde, denn man ist hergegangen und hat gesagt, okay, die ESG-Kriterien sind gut und schön, sie sind für viele Anleger aber vielleicht doch nicht ganz nachvollziehbar oder manchen auch einfach zu streng. Deswegen setzen wir uns mit internationalen Kunden zusammen und erarbeiten eben einfach einige sogenannte Tabubranchen, die wir ausschließen möchten, und das wenden wir auf den grundlegenden Index an. Die neue Reihe, ESG Screened heißt sie, hat eben somit einfach nur Ausschlusskriterien, harte Ausschlusskriterien, die sich auf die folgenden Branchen beziehen. Das sind einmal die sogenannten kontroversen Waffen, nukleare Waffen, dann Unternehmen, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact verstoßen, zivile Schusswaffen, das Thema Oil Sand, also Ölsandbohrung gerade im Norden der USA, und das Thema Tabak. Das sind die Branchen, die ausgeschlossen sind. Somit eine relativ einfache Struktur, eine sehr viel geringere Abweichung vom Grundindex, aber trotzdem ein schöner Einstieg in das Thema Nachhaltigkeit und natürlich auf ETF-Basis auch ganz interessant und sehr, sehr attraktiv. Man hat sich das Ziel gesetzt, die Kosten komplett identisch zu halten zu dem, was der konventionelle ETF kostet. Also als Beispiel, der MSCI World ETF kostet 20 Basispunkte, 0,2%. Der ESG Screened MSCI World ETF kostet 20 Basispunkte. Dementsprechend ein sehr, sehr schönes Zeichen, finde ich. Und dadurch auch wert, das mal in einem Video aufzugreifen und nochmal den Aufruf letzten Endes zu starten, dass man sagen muss, in dem Bereich gibt es jetzt eigentlich fast keinen Grund mehr, das eben entsprechend nicht zu nutzen, dieses Angebot, und hier einen Einstieg in die Nachhaltigkeit zu finden. Denn letzten Endes muss man sagen, das zeigen doch ja auch entsprechende Vergleiche, es ist natürlich nachvollziehbar, ein positiver Effekt auf das Portfolio, wenn man Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt, insbesondere gerade das Thema Governance, also alles, was mit dem Thema korrekte Unternehmensführung, Vermeidung von Korruption oder sonstigen Skandalen zu tun hat, korrekte Bilanzführung, dieses ganze Thema, dadurch tatsächlich ein schöner Einstieg und vielleicht mit der neuen Reihe auch ein schöner Einstieg mal für diejenigen, die bisher gesagt haben, Nachhaltigkeit ist mir entweder zu komplex oder auch vielleicht ein bisschen zu teuer, weil es bisher einfach ein kleines bisschen teurer war, da zu investieren, wobei das auch nicht immer galt. Aber jetzt muss man natürlich sagen, einen einfacheren Einstieg als in diese Thematik über diesen Weg gibt es natürlich kaum noch. Dann eben einfach sehr schön transparent gemacht über ETFs. Insofern eben hier einfach mal der Aufruf, sich das Ganze vielleicht mal anzuschauen. Ansonsten finden Sie natürlich auch unter diesem Video nähere Informationen zu der Lösung, die wir dazu in unserem Hause anbieten. Eben auch das Thema nachhaltige Strategien mit ETFs. Sehr, sehr interessantes Thema. Ansonsten bei Fragen stehe ich Ihnen natürlich auch sehr gerne per E-Mail oder telefonisch zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und auf Wiedersehen.